Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Feed the Beast Infinity mit mir und Winchler. Hallo! Wir sind hier in meiner kleinen Testwelt. Und zwar teste ich gerade so ein bisschen Grid Power, wie man das am besten herstellt. Und hier ein bisschen mit ME und wie heißt es mal, Refined Storage, ob man die gegenseitig auslesen kann etc. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Zum einen soll es hier rumgehen, nämlich wie wir XPs aus der Mob-Farm kriegen. Da habe ich ein bisschen rumprobiert und habe es rausgefunden, wie man das Ding hier zum Laufen bringt. Das gucken wir uns aber nachher im Let's Play an. Worum es heute gehen soll, ist Extreme Reactors. Ich habe hier mal ein paar aufgebaut und habe hier mal verschiedene Kühlungsmethoden drin, also von Luft, was uns nur 550 RF bei 0,63 Millibucket per Tick bringt, bis hin zu Menylium, was uns 1,39 Kilo RF bei 0,65 Millibuckets per Tick gibt. Wir können mal kurz die Werte durchgucken. Das sind Diamanten mit 1,3 Kilo RF bei 0,66. Dann habe ich getestet Gold, gibt 1,26 Kilo RF bei 0,66 Millibuckets. Das hier ist Eisen, 1,15 bei 0,62063. Und ich glaube, hier habe ich Lead drin. Das gibt uns auch 1,27 bei 0,61. 027061. Na, ich glaube, das hier mit Lead ist fast ein bisschen besser wie Eisen. Und Lead oder Lead brauchen wir auch gar nicht so viel wie Eisen. Ich glaube, wir würden mal unseren Reaktor mal mit Lead anfangen. Weil Menylium ist einfach zu teuer und auch Gold und Diamanten. Das lohnt sich am Anfang einfach überhaupt nicht. Und luftgekühlt, ja, da kommt halt so relativ gar nichts raus. Ich habe es auch mal getestet mit Wasser. Da kommt allerdings kaum ein besserer Wert bei rum. Moment, wir können ja mal schon hier Wasser reinfüllen. So und so. Ich meine, es waren so 770 RF. Aber halt trotzdem eine sehr schlechte Leistung. Können wir schnell hochfahren lassen. Er wird zwar, bleibt zwar ein bisschen kühler, aber die zwei Balken sollten ja nahezu oder sollten möglichst gleich sein. Ja, 0,72. Wenn er sich jetzt richtig hochgefahren hat, bleibt er bei 777 stehen. So plus minus. Daher, hier seht ihr, es ist relativ ausgeglichen. Hier, ja, ein bisschen wärmer. Bei Gold ist es fast identisch. Bei Diamanten sieht's, ja, es ist eigentlich gleich. Und bei Menylium ist sogar das Casing ein bisschen wärmer als der Core. Also das heißt, der Core ist am kühlsten, daher ist es hier am effektivsten. Es gibt leider noch keinen Thermal Foundation, daher gibt es kein flüssiges Enderium oder ähnliches, was wir reintun könnten. Da habe ich mir einfach mal ein paar Sachen aufgebaut und ja, ich würde sagen, wir übernehmen das einfach mal in unser Let's Play rüber. Und ich würde sagen, wir fangen mit Lead an. Ich würde gerne noch, Moment, wenn wir gerade hier sind, Tin, könnten wir auch mal schnell probieren. Tin, hier. Also wir haben 131 bei 063. 131, 063, okay. Schnell hier aufbauen. Ne? Hier hoch. Und das Ding wieder... hoppala. Das Ding einmal Nanu? Habe ich irgendwo einen Aufbau? Oder geht Tin gar nicht? Ich habe das Gefühl, Tin funktioniert gar nicht bei Big Reactors, wa? Oder habe ich irgendwo was anderes zerbrochen? Moment, wir machen den mal kurz leer. Nö, Tin geht gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir bei Lead? Ja, Lead. Und würde sagen, wir sehen uns gleich in unserem Let's Play wieder. Und das sind wir auch schon wieder. Ihr seht, ich habe hier noch was Neues, und zwar eine Enderling-Chest. Das ist eine Ender-Chest, die quasi ebenfalls hinten an meinem Digital Miner dranhängt. Und hier ein Importer, das heißt, Sachen, die der Digital Miner jetzt meint, werden direkt in unser System hier reingespielt. Das heißt, ich muss nicht immer hin und her laufen. Und dazu habe ich eine Ender Pouch, also ein Enderling-Bag, wo ich ebenfalls reingucken kann und auch Sachen schnell ins System reinschmeißen kann, wenn ich unterwegs bin.
Rezept ist relativ einfach. Wir haben hier jetzt mehr als genug Enderperlen. Gucken uns die mal schnell an. Grundrezept ist eigentlich immer ein Enderback. Das ist ein Eye of Ender, was wir durch diese komischen Pythons mehr als genug haben. Ein bisschen Leder drumherum, dann kriegen wir diesen Enderback. Und aus diesem Enderback können wir dann verschiedene Kodierungen herstellen. Das geht eigentlich immer gleich. Ein bisschen Obsidian, Blaze Rod zum Rum, ein Back in die Mitte und dann entsprechend Wolle. Und entsprechend, welche Wolle ihr dran habt, habt ihr den gleichen einen Code. Ihr müsst natürlich zweimal den gleichen Code herstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt einmal eine 000 und eine 111 herstellt, die sehen sich nicht gegenseitig. Also ihr müsst dann natürlich zweimal eine Chest mit einer weißen Wolle machen. Ich habe es mit einer schwarzen Wolle gemacht. Und wenn ihr von unterwegs drauf zugreifen wollt, auch noch einen Enderback, der ebenfalls den gleichen Farbcode hat. Und dann könnt ihr quasi von überall aus Sachen ins System reinschmeißen. Vereinfacht die Sache doch wesentlich. Und dann habe ich mir noch einen Sack auf Storage hergestellt. Ist auch sehr einfach. Sack ist einfach nur Leder. Oh, hoppala. Einfach nur Leder, ein Redstone, Eisen und ein String. Nicht Eisen, Gold. Und ihr habt natürlich viel mehr drin oder viel mehr Blatt als bei diesen Bags, die wir vorher hatten. Was die Sache viel, viel mehr vereinfacht. Gut. Ich würde sagen, lasst uns mal nach unten gehen. Ich habe nämlich ein bisschen was gemacht. Hier geht's runter. Und so habe ich hier ebenfalls einen Importer gemacht, der uns die Kiste immer direkt leer saugt, direkt ins ME-System rein, ins AE2-System reinhaut. Nee, nicht AR. RF-System. Lass uns mal noch schnell hier ein bisschen XP einsammeln und schnell rausrennen. Ich war im Netter und habe Monster-Spawner gefarmt, nämlich viermal diese tollen Blaze-Rods. Und aus zwei davon habe ich mir neue Spawner gebaut, nämlich einmal ein Bat-Spawner, also Fledermäuse, und einmal ein Witter-Skeletten. Die habe ich allerdings aus, weil Bat war so effektiv, ich habe so viel Leder, das würde ich niemals verbrauchen können. Und Witter, weil der einfach zu viel Schwerter und zu viel Müll mitgespawnt hat, was ich gerade überhaupt nicht brauchen kann. Und ja, eigentlich sollte ich den hier auch noch umwandeln, weil ja, der tut natürlich nur, wenn ich in der Nähe bin. Aber gut, für den Anfang reicht's erstmal. Ihr seht auch, ich habe auch fast keinen XP mehr. Gut, ich habe jetzt ein paar eingesammelt. Daher will ich auch ein XP-Farming-Ding bauen, was uns hier die XPs, die hier liegen bleiben, einsammelt. Gut, jetzt machen wir aber mal was. Jetzt haben wir nur gelabert und nichts gemacht. Ah ja, noch ein bisschen was. Ich habe die zwei Räume hier schon mal ausgebaut. Einmal hier kommt der Reaktor rein und hier will ich einen Energiespeicher reinbauen. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir versuchen mal mit XP anzufangen, oder? Ich glaube, das ist etwas, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Und zwar brauchen wir einmal diesen XP-Vakuum. Das ist der, der uns die XP-Bälle einsammelt. Und den Obelisken, den wir brauchen, um dieses Ding einzuschalten und der nachher die XP speichert. Gut, dazu brauchen wir zweimal dieses Experience Rod. Das ist einfach Solarium und Energetic Alloy. Das haben wir ja schon hergestellt, das soll nicht das Problem sein. Das war, glaube ich, hier dieses Gold Redstone, genau. Gold. Da gleich mal ein bisschen mehr mit. Dann Redstone. Und Glowstone. Ja, ich habe hier noch ein bisschen die Festplatten erweitert. Die werde ich so nach und nach dazu craften. So wie man es halt gerade braucht. Gut. An den hier will ich ran. Schwupp. So, das reicht uns schon. Dann kann der so lange vor sich hin weiter brennen. Und dann bauen wir uns hier schon mal die zweite Experience Rod. XP. Dann bauen wir das mal schnell. Da brauchen wir ein Pulsating Crystal. Das ist ein... Moment. Ja, Moment. Das war Eisen und Enderperlen, okay. Ich glaube, wir sollten besser oben craften. Macht wahrscheinlich fast mehr Sinn, ne? So, Enderperlen, 6000 Stück. Ich glaube, das sollte uns erstmal reichen.
Am Anfang hatte ich echt gedacht, dass Enderperlen unser größtes Problem sein würden, aber ja, so kann man sich täuschen. So, die schnappen wir uns schon mal. Machen daraus Nuggets. Schwupp. Und craften einfach hier oben weiter. So, davon einmal ein. Und dann haben wir diesen da. Und dann machen wir schon halt den Obelisken. Dazu brauchen wir noch ein Machine Casing. Und dann haben wir den hier. Und da es eine Flüssigkeit ist, brauchen wir natürlich auch noch Conduits. Und ich nehme mal die Pressured. Dazu brauchen wir Fused Quartz. Fused Quartz, das war nochmal... Na? Einfach ein netter Quartz, okay. Nehmen wir uns einfach mal da schnell. Zack. Haben das auch. Wupp. Und nehmen da mal ein paar mit. So, dann haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Und dann würde ich sagen, lass uns schnell runter. Ah, halt. Habe ich hier einen... Nein, das können wir schnell hier rausholen. Ich will natürlich arbeiten, ohne dass ständig Monster kommen. Da schnappen wir uns immer hier so einen Chest-Transporter, wo wir den Spawner gleich aufheben können, dass wir da drin in Ruhe arbeiten können. Und den hier schalten wir kurz aus. Ever active. Und den schnappen wir uns schnell. Und tun den einmal hier rein. Weil aktuell können wir nicht wirklich laufen. Schmeißen das hier rein und dann sollte es uns gleich besser gehen. Und jetzt können wir wieder gescheit laufen. So. Wir stellen den jetzt einfach mal hier hin, würde ich sagen. Dann können wir nämlich von unten verkabeln. Ja, ich habe hier so ein bisschen Platzprobleme. Dann müssen... Hoppala. Das wollte ich natürlich nicht. Und das hat natürlich der gleich alles reingezogen. So, lass uns mal schnell noch ein bisschen Kabel holen, etc. Vor allem das Essen. So, wir brauchen Basic. Ne, nicht DASIC, sondern Basic. Universal Cable brauchen wir ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen Basalt Bricks und... Das sollte es eigentlich gewesen sein, oder? Ich glaube, ich werde die Kabel unten auch, also diese Basic-Kabel auch alle gegen Conduits austauschen. Ich glaube, das ist für uns wesentlich einfacher. Dann fahren wir jetzt hier einmal drum rum. Dann schnappen wir uns einmal den da hier. Den Obelisken würde ich hier hinsetzen. Und dann... Einmal diesen da. Dann hier sagen wir jetzt erstmal Insert. Hier sagen wir Extract. Always. So, ich habe jetzt 20 Level, die pushe ich hier rein. Und er sollte jetzt eigentlich... Oder geht es nur von hier? Extract. Always, genau. Der pusht jetzt ein bisschen raus. Das, die schnappen... Aha, ja. Auch kommt. Der hat nämlich jetzt aus 20 Level 14 gemacht und hat jetzt hier oben das Ding eingeschaltet. Da ist jetzt hier dieser XP zu sehen. Und jetzt können wir das ganze System umdrehen. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder was? Zum Glück haben wir ja noch unser Jetpack dabei. So, machen hier das Loch wieder zu. Und stellen das Ganze jetzt um. Und zwar Extract, Always und hier Insert. Und jetzt wäre es toll, wenn er das Kabel hier noch verbinden würde. Ja, und zwar damit. Lass uns mal schon eine Wrench holen. Ich habe so das Gefühl, das wird eine nicht so produktive Folge. Aber nicht so schlimm. Ether Wrench. Electrical Steel, das ist Coal und Eisen.
Bisschen Aluminium, nein. Ich will Eisen. Ja. Noch einmal schnell nach oben. Na? Ist doch Eisen, oder? Ja. Habe ich jetzt was Habe ich jetzt irgendwo was falsch geguckt? Ach, Silikon brauchen wir noch. Nee. Silikon. Auch schnell durchmachen. Wenn wir Silikon, ihr seht, ich habe jetzt andere Silikon. Ich habe hier nochmal einen Advanced Crushing hingesetzt. Habe den mal so weit geupgradet, wie ich konnte, ohne dass ich was nachcraften musste. Wenn ich hier das Cobblestone rein tue, kriege ich Gravel raus. Aus Gravel kriege ich dann natürlich Sand. Und aus Sand kriege ich dann NDIO-Silikon, was aber auch mit den Refined Storage funktioniert. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, relativ einfach Silikon zu bekommen, weil jedes Mal Nether Quartz dafür zu opfern, fand ich ein bisschen teuer auf Dauer. Daher diese relativ einfache Methode. Könntet ihr natürlich auch mit der Sackmill machen, da kommt auch Silikon raus. Ja, ich habe es halt diesmal anders gemacht. Gut. Jetter Ranch. So, nun aber. Jetzt lass uns mal gucken, ob wir das Conduit nicht irgendwie dazu kriegen, sich zu verbinden. So, jetzt aber. Und dich machen wir disabled. Und dann solltest du hast jetzt 19 Level, du hast alles von uns. Und wenn wir jetzt da oben wieder alles aktivieren. Schauen wir mal, diesen da hier wieder hinsetzen. Den hier wieder always active machen. Dann machen wir mal die Spats auch an. Und dann sollten jetzt hoffentlich hier demnächst Levels reinwandern. Wir können es ja mal kurz ein bisschen laufen lassen. Die Bett hier, die ist gut. Wir müssen Bets fangen. Für einen Angel Ring. So, lass uns mal schnell ein goldenes Lasso machen. Dazu brauchen wir allerdings ein bisschen Wood. Es gibt nämlich Sachen, die kann man nicht in dem Crafting Grid machen. Dann brauchen wir ein bisschen Gold Nuggets. Und ein paar Strings. Das hier rein. Ich glaube, in die Ecken, ne? Ne. Ah, ich habe keine XP. Ich glaube, ich brauche dafür Levels, ne? Sonst klappt das nicht. Jetzt habe ich gerade meine ganzen Levels hergegeben. Moment. Gib mir mal alles. Ihr hört die Mobfarm. Die darf an sich rum vor sich hinrennen. Aber ein frei. Vielleicht sollten wir das oben drauf setzen. Ich glaube, das würde fast mehr Sinn machen, oder? Weil die da hinten, an die kommt da nicht ran. Na okay, ich glaube, das muss ich nochmal umsetzen. So, jetzt lassen wir schnell gucken. Genau. Ein goldenes Lasso, das kostet mich ein paar Levels. Das heißt, wir brauchen insgesamt 2 davon. Das hat jetzt 8 Levels gekostet, ne, oder? Wir haben jetzt noch 11. 3, ja. Brutal. Und mit einem davon müssen wir uns jetzt mal eine Fledermaus fangen. So, die hier war, die ist wahrscheinlich schon wieder weg, oder? Ja. Na, verdammt. Okay, pass auf. Wir schalten mal den hier aus. Und den hier aus. Komm. Danke. Never active. Na komm, Fledermaus. Wo bist du? Komm, wir sammeln noch nebenbei ein bisschen Levels ein. Na?
Ja, wenn man drauf wartet, dauert es immer ein bisschen länger, ne? So wie immer. Und dann setzen wir den hier auch gleich um, wenn wir eh schon mal hier drin sind. Und dann gucken wir, ob es dann ein bisschen besser läuft. Na komm schon. Gut, eine haben wir gefangen, das reicht uns schon. Dann, wenn wir tun mal schnell den Spawner hier reintun. Den Spawner hier reintun, ne? Okay. Kann man hier draufsetzen. Und dann einmal hier hoch. Und dann sagen wir hier Extract Always Active und machen hier das Loch wieder zu. Schwupp. Na, machen wir uns da noch eine Kondrin-Fassade hin. Setzen das Ding hier wieder rein. Und hauen ab. So, wir hatten, ihr habt schon gesehen, es sind gerade schon wieder 5 Level. Vorhin hatte ich sie alle weggenommen. Das Ding läuft einwandfrei. Wunderbar. Ihr seht, hier kriegen wir Leder rein. Das wollen wir aber nicht. Daher schalten wir jetzt erstmal den Spawner wieder aus. Ever active. Und, na. Ich glaube, Enderperlen brauchen wir im Moment auch keine, oder? Ne, komm, wir lassen es aus. Wir haben jetzt 6000 Enderperlen. Das sollte uns doch erstmal reichen, oder? Behaupte ich es einfach mal. Gut. Als nächstes, Angel Ring. Angel Ring hätte ich gerne, weil das gibt uns kreatives Fliegen. Das heißt, das kostet uns nur ein bisschen Grid Power. Deswegen habt ihr auch in der Testwelt gesehen, dass ich mit Wassermühlen, Feuer, mit Lava-Generatoren so rumgespielt habe. Wir brauchen 32 Grid Power. Das wären 2 Wassermühlen voll ausgelastet. Eine Wassermühle gibt voll ausgelastet 16 GP. Ich würde 3 Stück bauen, dass wir ein bisschen Puffer haben. Dazu müssten wir uns aber erst ein Cursed Lasso bauen. Dafür brauchen wir diese Drop of Evil. Die kriegen wir von den Widdern. Und dank der Widderfarm da unten ist das auch überhaupt kein Problem. Wenn wir jetzt hier auch mal hier Witter eingeben, sehen wir auch, wir haben diese Rips, Dust und schon 14 Köpfe. Und bei Endermännern 280 Köpfe. Diese Crystals, die wir in Enderperlen umwandeln könnten, wenn wir wollten. 38 Enderaugen. Ich glaube, ich werde da mal auf die Suche nach dem End gehen. Und ich habe diese Dinge noch ein bisschen geleert. Diese, wie heißt sie denn, Nether, diese Festungen, wo ich auch die Spawner habe. Und da waren noch so ein bisschen diese Ender-Rings drin. Ja, nichts Aufregendes. Gut, mit diesem Lasso müssen wir jetzt einen Ghast fangen. Ghast ist klar. Einmal kurz in den Nether rein. Bevor wir da reingehen. Auf jeden Fall das Ding hier nochmal schnell aufladen. Sonst haben wir nämlich echt ein Problem. So. Jetzt schon ein netter. Ich denke mal, zusammenbauen werden wir alles in der nächsten Folge. Und dann werden wir in der nächsten Folge auch mit dem Big Reactor anfangen. Jetzt in der... Die Zeit ist eigentlich schon wieder rum, behaupte ich mal, ne? Das geht alles so schnell rum, das geht alles so schnell rum. Ja. Na, schnell was essen. Und dann suchen wir mal schnell einen Ghast. Normalerweise fliegen hier immer welche rum. Aber wahrscheinlich ist es wie bei den Endermännern. Wenn man sie sucht, findet man keinen, ne? Hui! Gut, ich würde sagen, ich suche mal kurz einen Ghast. Genau, hier ist eine von den Enderfestungen. Da drüben war nochmal eine. Da hinten war eine. Also Enderfestungen sind hier richtig, richtig viele. Ich würde mal sagen, ich suche mir jetzt einen Ghast und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Nutzt die Kommentarfunktion und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal, tschüss, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.